Kriegt jeder erstmal eine. Und das Schild kommt erstmal hier rein. So. Gut. Hm. Sollte der Bonus noch halten, wenn wir bei dem Schloss, bei der Festung angekommen sind. Dann versuche ich damit wirklich mal in den unteren Ebenen die Sachen zu knacken. Aber ich glaube, so lange hält der Bonus auch nicht. Der hält vielleicht 24 Stunden. Nein, der hält doch länger. So, ich versuche jetzt aber den Weg über die Mauer hoch. Genau an dieser Stelle, da muss ich nicht wieder durch den Sumpf schwimmen. Hochspringen, die Ranken erreichen, Ranken hochklettern und fertig, das kennen wir ja alles schon. Genau. So, jetzt gucke ich erst einmal hier rein natürlich. Ich frage mich eigentlich gerade, wie wir unseren Wolf da hochgekriegt haben. So, genau. Hm. I'll get it open. Die Sachen können wir jetzt einfach so öffnen. Ein guter Brustharnisch. I've got it. Wow, das ist ein schönes Schild. Das kriegst mal du und die Bordaxt, die kommt weg. Mehr Abwehr, Eigenschaft gut. Was macht Eigenschaft gut? Mehr Schildabwehr. Wenn ich dir das anlege, verlierst du 4 Genauigkeit, aber das ist halb so wild, denke ich mal. Ja, mit 41 hast du doch noch ziemlich viel Genauigkeit. Ja. Gut. Hm. Was mich daran erinnert, dass ich beim nächsten Level ab, wenn es möglich ist, den Leuten Waffenfähigkeiten gebe. Right. So, jetzt hier rein. Hups, das war falsch. Das war der Innenhof. So, ich muss hier hoch und ich muss in die Tür da rein, bevor ich zu dem Paladin komme. Genau, jetzt hier runter. In den unteren Bereichen, also in der Kanalisation, war glaube ich noch was, was wir öffnen konnten. Beziehungsweise Fallen, die wir nicht entschärfen konnten. Die ich nur hätte auslösen können. Und das will ich dann auch noch schnell machen. Gut, dass es solche Schlafmöglichkeiten gibt. Das macht das Geld wieder wett. Und Hagrim hat da wirklich keine Skrupel darüber, den Fürsten hier auszurauben. Nachdem wir ja alle wissen, was für ein Mistkerl er ist. Also ja, die beiden fallen hier auf jeden Fall. Warum seid ihr eigentlich schon wieder müde? Ah, sure. Finished. Okay. Hat nicht irgendeiner von euch dieses Zeug hier?
Ah ja, so können sie das essen. So macht sie das wieder munter. Minus 80 Erschöpfung. Na, das macht sie wohl nicht wieder munter. Das ist nur ein Effekt, dass sie nicht so schnell an Dings verlieren. That's settled. Okay, Falle entschärft. Gibt schon mal 100 Erfahrungspunkte. Oh, und wir können den Raum öffnen. I've got it. Also die Tür. Nur das hier können wir nicht öffnen. Dafür bräuchten wir noch mehr Mechanik. Aber angeblich hat ja die eine Irre den Schlüssel und den werden wir uns wahrscheinlich eh holen müssen. Weil wenn ich die Wahl habe zwischen einem Priester und einer Verrückten, die irgendwelche Untoten um sich scharrt, dann werde ich mich wahrscheinlich lieber für den Priester entscheiden. Und das werden wir dann eher sehen. So, Falle ist entschärft. Was hatten wir da? Eine gute Brigadine. Also erstmal ein Haufen Geld. Mondstein und eine gute Brigadine. Obwohl, die gute Brigadine wäre was für dich. Du hast aber stichsicher und zweite Chance. Gibt zweite Chance auf deinen Sachen. Sowas können wir, glaube ich, gar nicht auf die Sachen drauf machen, gell? Naja, stichsicher könnten wir, aber ich glaube, zweite Chance gibt es nicht. Das ist, glaube ich, etwas, was gar nicht hier drauf ist, genau. Wir könnten höchstens gut draus machen. Oh ja, das könnten wir. Das wäre sogar die 600 Dings wert. So viel Gold haben wir ja. Ah, gut. Machen wir mal eine gute Rüstung da draus. Herstellungsvoraussetzungen nicht erfüllt. So, Rüstung des Heiligen Kriegers. Dann ziehst halt du die gute Brigadine an, da du eh Brigadine gerne zu tragen scheinst. Und die Fallen packen wir mal weg. Sure. So, jetzt müssen wir noch die Falle hier. Finished. Und was haben wir hier? Ein guter Kriegsbogen. Was für dich? Vielleicht. Du bist nämlich ein guter So-Bogen. Ja, du würdest wenigstens etwas mehr Schaden machen mit dem. Aber heb den mal auf. Nur für den Fall. Was brauchen wir hierfür? Benötigst den passenden Schlüssel, um dies zu öffnen. Ja, da wüsste ich wahrscheinlich, wer den Schlüssel hat. So, alles andere müssten wir ja... Ja, haben wir geklärt. Oh, da liegt doch Zeug rum. Okay. Das sacken wir auch mal schnell ein. So. Öl und noch mehr Zeug. Und ich weiß gerade gar nicht, Handwerk, Tränke Stufe 2. Kleine Ausdauer und kleine Erholung können wir nicht. Wir können nicht mal Regenerationstränke, weil wir dazu Kupferbindung brauchen. Okay. Trank der Macht. Angriffsgeschwindigkeit und Ausdauer. So einen hast du, glaube ich, sogar schon. Ja. Okay, dann versuchen wir jetzt noch mal in die Priesterquartiere einzudringen. Warum auch immer man diese Tür nicht öffnen kann. Und er sieht übertrieben aus mit seinem Bogen jetzt.
So. Okay, und noch eins hoch. Und da legt bei jeder seine komische Rupe an und dann gucken wir mal, ob das klappt. Also ich mache Quick Save. Und dann versucht jeder seine tolle Rupe anzuziehen. Hey. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Fehler gemacht, aber nee, sieht gut aus. Alle Effekte scheinen noch da zu sein. Du siehst jedoch ein bisschen fragwürdig aus in der Robe. So, das war deine Rüstung hier. Und ich habe einen guten Schuppenpanzer. So. So. Und so. Ja. Mal sehen, ob ich hier noch irgendwo lebend durchkomme. Nein, die sind alle aggressiv. Okay, da brauche ich gar nicht weiter. Das Versuchen mit den Roben, das habe ich schon verscherzt. Das Einzige, was ich machen kann, ist die Priester alle umnatzen. Und hoffen, dass der andere dadurch nicht sauer wird. Sure. Und ich versuche den einfach zu finden jetzt. Ein Tempelwächter. Okay. We'll fare better if we get some sleep. Oh, ein Plattenpanzer, ein Vollhelm und ein Zweihänder. Ja, der schreit nach Schlaf. Okay, die Priesterin ist tot. Und das ist ein Paladin. Okay. Der haut auf unseren Wolf drauf, glaube ich. Ob ich das wirklich alles wollte? Okay, ich bin wohltätig 2. Und ich höre Leute rumlaufen. Ein Paladin und ein Tempelwächter. Und hinterher kommt eine ganze Meute. Okay. What? Stoppen wir mal alle, das sind dann doch ein bisschen mehr. Okay. Beraf Paradin, Beraf Akolyt und 2 Priesterinnen. What? Du machst mal Schutzsicherheitshalber.